Hallo Leute, beim ersten Teil unserer Kroatienreise haben wir mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang das Video beendet. Und so geht es heute weiter. Heute möchte ich euch zuerst das Camp Adriatic bei Primosten zeigen. Dann, was man so in der Nähe unternehmen kann, wie zum Beispiel einen Fußmarsch entlang vom Meer nach Primosten, sowie, wenn man mobil ist, einen Ausflug zur Statue der Jungfrau Maria von Loreto mit traumhaftem Ausblick auf Primosten und Umgebung. Weiters zeige ich euch noch einen Strand etwas nördlich vom Camp, wo sich zwei sehr gute Restaurants befinden. Im Anschluss geht es wieder nach Hause mit einer Übernachtung beim Stellplatz Dorfhoriger, wo wir dieses Mal das Essen mit ins Womo nehmen und dort gemütlich speisen. Hier seht ihr die Ausfahrt vom Camp, in der Mitte die Rezeption und links davon die Einfahrt. Das Camp hat auch Mobile Homes. Auf der nördlichen Seite vom Camp, wie ihr hier seht, stehen die neueren und auf der südlichen Seite die älteren Mobile Homes. Hier im nördlichen Teil befindet sich auch der schönere Strand, wo man schön ins Meer gehen kann. Im südlichen Teil, wo wir standen, kann man nur über eine Leiter in das Meer gehen. Aber das habt ihr ja schon im ersten Teil gesehen. Es gibt auch einen Bereich, der nur für Zelte gedacht ist. Am Strand befinden sich Duschen und man hat auch Stellplätze ohne Bäume, wo das Sat-Fernsehen funktioniert. Hier sind wir schon im nördlicheren Teil des Platzes, der etwas wilder und naturbelassener ist. Am Platz gibt es einen Gemüsestand, einen Markt, einen Bankomat und ein Restaurant.
Hier seht ihr im südlicheren Teil die älteren Mobile Homes. Hier nach den Mobile Homes seht ihr von der Straße weg runter zum Meer den Weg, von wo man vom Camp bis nach Primosten gehen kann. Dazu nachher mehr. Hier seht ihr die Einfahrt zum Camp und danach im nördlicheren Teil vom Camp die neueren Mobile Homes. Jetzt zeige ich euch den Weg vom Camp dem Meer entlang nach Primosten. Am Anfang ist der Weg etwas steinig, das bessert sich aber nach kurzer Zeit. Ungefähr auf der halben Strecke nach Primosten befindet sich eine lässige Strandbar. Die kam uns für eine Rast sehr gelegen. Thank you.
Hier sind wir schon kurz vor Primosten und die Strände dort sind ein Traum. An diesem Strand wird einem sehr viel geboten und man kann sich allerlei Wasserfahrzeuge ausleihen. Im Ort selbst wird einem auch nicht langweilig. Es gibt unzählige Bars und Restaurants direkt am Meer. Auch zum Shoppen wird einem einiges geboten. Wir haben dann ein tolles Restaurant gefunden, wo wir direkt am Meer sitzen und essen konnten. Die Altstadt von Primosten kann man schön am Meer entlang auf einem romantischen Weg umrunden. An einem anderen Tag sind wir auf einen wunderbaren Aussichtspunkt ganz in der Nähe von Primosten gefahren, zur Jungfrau Maria von Loreto. Hier oben wäre es sicherlich auch toll, die wunderbaren Sonnenuntergänge, die es hier gibt, zu genießen.
Man kann mit dem Auto ganz rauffahren. Wenn es ganz oben keinen Parkplatz mehr geben sollte, sind ungefähr 100 Meter weiter unten noch Schotterparkplätze. Die Sportlichen unter euch fahren mit dem Rad oder gehen zu Fuß. Hier an einem anderen Tag waren wir nördlich vom Camp auf einem kleinen Strand, wo es zwei gemütliche Restaurants gibt. Hier war es echt nett und das Essen war hervorragend. Weil leider jeder Urlaub wieder zu Ende geht, sind wir hier schon wieder auf der Heimreise in Österreich. Wir machen eine Nacht Halt am Stellplatz Dorfheuger, kurz nach der österreichischen Grenze in Spielfeld. Wir machen hier immer gerne einen Halt. Zum einen liegt der Platz günstig, nur mehr ca. 3,5 Stunden Fahrzeit von zu Hause entfernt. Zum anderen sieht man hier immer viele Womos und das Essen im Restaurant ist hervorragend. Dieses Mal waren wir schon etwas später dran und wir wollten uns nicht mehr umziehen, um im Restaurant zu essen. So habe ich schon vorher telefonisch das Essen bestellt, das wir uns gleich bei der Ankunft holen konnten, das wir dann gemütlich im Womo verspeist haben.